Bald ist Ende November und du hast sicher deine Kfz-Versicherung-Rechnung schon im Briefkasten. Und natürlich ist sie auch wieder mal teurer geworden. Das muss nicht sein. Wechseln lohnt sich. Investment Traders. Und zwar erinnerst du dich sicher an unsere Einnahmenüberschussrechnung, die wir erstellt haben. Falls nicht, ich habe sie dir unten in der Infobox nochmal verlinkt. Und du siehst auch hier, dass wir in dem Bereich der Versicherungen 10% eingespart haben. Das kommt natürlich daher, weil wir auch Versicherungen, insbesondere Kfz-Versicherungen, jährlich wechseln. Das ist absolut nicht schlimm und gar nicht zeitintensiv, kann dir aber einige 50 bis sogar Hunderte von Euro sparen. Ich zum Beispiel habe vor 2 Wochen meine Kfz-Versicherung, meine Rechnung dafür bekommen. Sie ist 3 Euro teurer geworden, obwohl ich eigentlich ein Jahr eine höhere Schadensfreiheitsklasse gekommen bin. Das ist natürlich klar, wie geht der Deutsche vor? Der bekommt die Rechnung und sagt, ah, natürlich, Rechnung, Kfz muss ich überweisen. So, und hinterfragt gar nicht. Wenn du jetzt aber schlau bist, dann hinterfragst du das. Und zwar gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du rufst einfach bei deiner Versicherung an und fragst nicht nach, ob du denn in den neuen Vertrag kommen könntest. Weil in dem Vertrag, den du jetzt bist, mit dem höheren Anteil, ist einfach noch der alte Vertrag. Die können dich einfach in den neuen Vertrag reinstufen und gegebenenfalls zahlst du dann weniger. Die zweite Möglichkeit ist, die Versicherung jährlich zu wechseln. Auch kein Problem und ganz easy. Ich mache das jedes Jahr. In dem Fall immer über ein Vergleichsportal. Dann kann ich mir da die besten Angebote raussuchen. Ist auch gar nicht so schwierig. Man kann hier die Kfz-Tarife vergleichen. Man kann alles online eingeben. Und sogar kündigt das Vergleichsportal deine alte Autoversicherung. Also man kann sich hier durchklicken. Hier wird alles angegeben. Was du eingeben musst, Auto, Nutzung des Autos, Versicherungsnehmer, Garagenabschluss, jährliche Fahrleistung. Also absolut kein Thema. Bis zum 30.11. läuft die Frist noch. Bis dahin muss die Kündigung geschrieben sein, außer ihr erhaltet einen erhöhten Versicherungsbetrag. Dann habt ihr das Sonderkündigungsrecht und könnt direkt zum nächsten Monat beziehungsweise zur nächsten Fälligkeit dieser Versicherung auch direkt kündigen. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf unsere Ersparnis von in diesem Fall 4 Euro, also in meinem Fall war es tatsächlich 55 Euro. Also 55 Euro haben oder nicht haben, in Bayern sagt man, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und in diesem Fall haben wir natürlich hier auch schon sparen können. Und was machen wir mit diesem eingesparten? Mit diesem angesparten Geld. Die Frage ist natürlich, ich lege jeden Monat Summe X für die ganze Versicherung auf ein anderes Konto. Und wenn die in Rechnung reintrudeln, dann kann ich das von dem Konto direkt nehmen und weiter überweisen. Jetzt überweise ich aber in diesem Fall, in meinem Fall, 5 Euro weniger auf mein Versicherungskonto und investiere es hier wieder in unseren ETF-Sparplan. Also mache ich so. Und in diesem Fall habe ich dir schon eingestellt, kannst du bei unserer Webseite, diesen Link habe ich dir übrigens auch in die Infobox gesteckt, die monatliche Einzahlung von 5 Euro auf 30 Jahre, ohne Kosten natürlich jetzt, auch hier wieder 1800 Einzahlungen und der Wertzuwachs durch diesen Zinseszinseffekt bei einer durchschnittlichen Rendite von 6,52% auf den MSCI World gibt 5.582 Euro. Und genau diese Summe musst du dir vorstellen und nicht diese 5 Euro im Monat. Dann denkst du immer, was sind 5 Euro im Monat? Ja, sondern 5 Euro im Monat sind 5.582 Euro in 30 Jahren. Abonnieren, profitieren.